Hi Leute, Leo hier, Part 2 des Questes I Got a Hangover oder Anja, nee, eine denkwürdige Nacht, whatever. Wir haben den Ring und Sobald ich durch den Handel mit hier ist Khalid der Ring. kam. Wunderbar. Schade, dass es zwischen euch und eurer Dame nicht geklappt hat. Ich weiß, wie sehr ihr euch auf die Hochzeit gefreut habt. Ihr habt immer wieder gesagt, es würde eine große Feier in Morwunskar geben. Ihr hättet sogar magisches Personal, das die Gäste betreuen würde. Huh. Whatever. Lebt wohl. Bezahlter Raufbold? Was willst du? Warte, ich eben schnell speichern. Ja. Warum verfolgen die mich? Soll ich die umbringen? Okay, ich ignoriere sie einfach mal. Und die Schatten, die sind irgendwie im Arsch. Ich weiß auch nicht. Ja, nach Morwunska. Bezahlter Raufbold, die wollten mich wahrscheinlich angreifen und das Game hat irgendwie gebuggt. Oder sie waren so schlau und haben es nicht in der Stadt gemacht, denn ich meine, wer tötet in der Öffentlichkeit? Jetzt sind sie auch schon wieder weg. Und die Frames auch. Nee, nee, nee. Hier war ich schon mal. Das sieht so aus, als wäre es irgendwie so eine Festung. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Hier sind irgendwo Banditen. Warum genau bin ich jetzt nochmal hier? Ich habe ihr den Ring gegeben. Oh Gott, ich muss besser zuhören. Naja. Im Ernst, was ist mit den armen Schatten los? Ich habe keinen anderen Mod hinzugefügt die letzten Tage, der irgendwie Schatten oder ähnliches an der Grafik verändert. Aber ich ziehe mal mein Schwert, damit kann ich unendlich rollen, beziehungsweise so lange wie ich Ausdauer habe. Mensch, das ist ja ein Widerstand hier. Oh, danke auch. Elektromant. Ah. Fresse. Sache. Oh. Macht nix. Ja, okay. Ich habe ein Dreiviertel der Gegner übersehen und habe sie dann alle auf einmal nicht überrascht, sondern eigentlich alarmiert. Das war ja sehr schlau. Also, was ist das denn jetzt? Nebelhain. Heilige Scheiße, was habe ich falsch gemacht? Oder warte, ich eben hier den Typen durchsuchen. Und die Truhe. Nebelhain, ab dahin. Also ich merke schon, was auch immer ich getrunken habe. Das war ja mal der geilste Stoff, den ich kenne. Ich meine, der ist durch halb Tamriel gereist, hat eine Bitch aufgetrieben und die auch noch zur Heirat gezwungen, beziehungsweise es so geschafft. Es ist ein extrem cooler Ort, wie mir gerade so auffällt. Also ich höre Musik. Was habe ich falsch gemacht? Da seid ihr ja. Ich habe schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Was für eine Reise? Wo sind wir? Ich dachte mir schon, dass ihr euch vielleicht nicht an eure erste Reise hierher erinnert. Ihr hattet eine große Nacht. Den Stab habt ihr euch redlich verdient. Ich habe alles, was für die Reparatur nötig ist. Oh, die Hexenrabenfeder und so weiter. Das Zeug könnt ihr wegwerfen. Wisst ihr, das war eigentlich nur ein Vorwand, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Oh. Und genau das habt ihr getan. Ich bin seit mindestens 100 Jahren nicht mehr so gut unterhalten worden.
Hä, wer ist Sanguin? Das war also alles nur ein dummer Jungstreich? Nur ein Streich? Nur ein Streich? Der dädrische Herr der Ausschweifungen gibt sich nicht mit einfachen Streichen ab. Auch wenn all das vielleicht als kleine Belustigung angefangen hat, war mir schon bald klar, dass sie einen interessanteren Träger meines nicht ganz so heiligen Stabes abgibt. Das ist jetzt nicht schon wieder ein Daedra-Artefakt-Quest. Warum ich? Ich werde ehrlich zu euch sein. Ich überdenke meine Entscheidung nicht immer gründlich. Aber ihr habt Großes vor euch. Vielleicht könnte euer alter Onkel Sanguine dafür sorgen, dass euer Kurs sich ein wenig ändert. Danke, glaube ich. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ihr solltet jetzt gehen. Es macht keinen Spaß, euch hier mit dem Stab einzusperren. Jetzt sag mir bitte nicht, dass das ein Daedra-Artefakt ist. Was willst du? Nichts. Sanguins Stab hieß das irgendwie. Sanguins Rose. Ach du Scheiße, das war schon wieder ein Daedra-Quest. Oh mein Gott, und diesmal wusste ich es schon wieder nicht. Das ist doch kein Zufall mehr. Sanguins Rose, sicher ist das ein Daedra-Quest. Was macht das denn? 60 Sekunden ein Dremora. Ja, schön. Ja, Leute. Ich würde sagen, dieser Quest, der hat mich gemeinfuckt. Das war schon wieder ein Daedra-Quest. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder whatever. Ich habe nur gewusst, dass der Typ mit mir saufen wollte. Also habe ich ab da aufgehört und aufgenommen, denn ich meine, das ist bestimmt ein lustiges Quest. Was sich daraus alles entpuppt hat. Ich bin durch halb Tamriel gerannt. Ach, egal, ihr habt es ja gesehen. Wahrscheinlich selber gespielt, den Quest. Ich hoffe, es hat's gefallen. Ich fand den Quest ziemlich lustig. Ja, und ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein. You could fight, but you won't always win.